Willkommen zu einer neuen Folge auf Liz Ann's Gaming Place und zu Part 2, Part 3 unserer Nuzlocke-Reise durch Part 2 ist es, Part 2 ist es, Part 2 unserer Nuzlocke-Reise. Ist das doch Part 3? Wartet mal. Part 1 war. Ja, doch, es müsste Part 2 sein. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ihr seht es ja oben im Titel, ob es 2 oder 3 ist. Ach je, ich bin gerade noch mit Schild fertig machen ge beschäftigt gewesen, deswegen bin ich jetzt ein wenig durcheinander gekommen. Genau, und wie ihr seht, sind wir jetzt hier im Knospi Inn. Ich habe ja gesagt, ich werde so ein paar diese Story-Parts ein wenig weglassen, damit wir uns hier wirklich auf die Nuzlocke konzentrieren können. Aber jetzt kommt ja wieder ein Kampf und für diesen Kampf möchte ich, dass ihr dabei seid. Hier seht ihr ja unser Team. Mal kurz gucken, welches Pokémon ich nach vorne nehme. Das ist unser Team. Ich kann mich gar nicht mehr an unser Team erinnern. Da ist ein Knackleon dabei. Das ist auf jeden Fall nicht in unserem Team. Das müssen wir durch ein Raid bekommen haben. Vor allem, wenn ich mir das Level angucke. Wie kommen wir nochmal in die Pokémon-Box? Mit R. Genau, dann holen wir das Knackleo. Genau, das war, glaube ich, von dem Raid. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja auch mal angucken. Ich habe ja einen kleinen Pokémon-Raid hier ein Schwert gemacht. Haben wir auch das Amurzel bekommen. Genau, und das sind die Pokémon, die wir jetzt im Team haben, richtig. Und ich glaube, ich lasse sogar dich vorne. Kommt ja. Gleich nämlich der Kampf gegen die Schurken in Schwert, wenn man Schurken nennen kann, diese Fans halt von der, wie heißt sie? Von der. Was ist denn heute los mit mir? Heute habe ich es nicht mit den Namen. Team Chell von der. Mir fällt ihr Name gerade nicht mehr ein. Auf jeden Fall diese Ultras. Und gegen die müssen wir ja kämpfen. Und das sollt ihr natürlich sehen. Weil ich ja gesagt habe, die Kämpfe, das ist ja hier in dieser Nuzlocke das Wichtigste. Und so Story-Parts habe ich halt jetzt überwiegend werde ich überwiegend überspringen oder rausschneiden. Habt ihr ja jetzt gesehen. Ich habe jetzt den Teil rausgelassen, wo der Weg durch Engine City. Ich werde auch den Teil rauslassen, wo man praktisch die Einweihungsfeier hat, weil da ja auch keine Kämpfe stattfinden. Und werde dann praktisch immer nur die Teile, die halt sozusagen am wichtigsten sind, werde ich drin lassen im Spiel. Also diese Kämpfe werde ich alle drin lassen und halt, wenn wir halt durch die Wildnis gehen, wo wir halt besiegt werden könnten. Genau. Dann schauen wir mal, ob wir es schaffen und Champ werden mit dieser Nuzlocke. So, ich bin persönlich, ich glaube, so die ersten drei werden noch relativ machbar sein. Ich habe Angst ein wenig dann vor, wenn es dann in Schild war, das ist der Nio. Wenn es das ist, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist ja eine andere Arena-Leiterin, die mit Kampf-Pokémon. Und vor der habe ich dann auch ein wenig Angst. Vielleicht läuft es mit der leichter als mit Nio. Aber ich glaube, da könnten wir uns die Zähne ausbeißen. Mal schauen, wie weit wir mit Schwert kommen. Und ob wir es in Schwert auch vielleicht schaffen, Champ zu werden mit einer Nuzlocke. Werden wir dann sehen. Jetzt kämpfen wir uns hier erstmal mit Team Chell ab. Da oben ist sie. Wie heißt sie denn? Ah. Es liegt mir auf der Zunge. Aber mir fällt es gerade einfach nicht ein. Also vielleicht hätte ich die Paare heilen können. Könnten wir nämlich wieder als erstes angreifen. Aber jetzt tue ich ihn erstmal. Ach, ich glaube, einen müssten wir. Wir spielen jetzt schon ein Risk, würde ich sagen. Einen müssten wir noch überleben. Ja, locker. Und dann heilen wir uns auf, bevor wir besiegt werden. Beute. Jetzt stellen wir so fest. Oh, wir haben gar keine Tränke. Doch haben wir noch. Müssen wir nachher auch noch kaufen im Pokémon Center mal wieder Tränke. Ich glaube, das ist ja hier der einzigste Kampf meines Wissens in der Stadt. Dann geht's ja raus auf die nächste Route.
Oder Routern. Wo wir auch wieder neue Pokémon fürs Team kriegen. Und das wird es jetzt halt so geplant ist von mir. Die ersten drei Parts wird es in einer Woche geben. So als Einführung. Und danach, weil ich werde jetzt Schild gucken, dass ich das jetzt beendet kriege, die Hauptstory. Dann wird es da noch die Nebenstory, also die Abschlussstory geben, wo man ja dann Summer Center kriegt. Und dann wird es dort halt irgendwann auch Shiny Hunts geben. Und in Schwert werde ich es, wie gesagt, dann so machen. Da wird es dann diese Nuzlocke geben. Und ich denke, sobald Schild beendet ist, also die Hauptstory von Schild, wird es eben ein- bis zweimal die Woche eben diese Nuzlocke geben. Vielleicht auch. Ich weiß es noch nicht, ich kann es euch noch nicht versprechen. Ich schau mal, ich werde einen Plan für 2020 vorbereiten. Jetzt nächste Woche ist ja sowieso Feiertage und übernächste Woche. Aber für 2020 werde ich einiges ausarbeiten und ausplanen und austüfteln, wie ich das genau machen werde mit der Nuzlocke. Und dann denke ich so, zwei, maximal dreimal die Woche wird dann eben ein Part von der Nuzlocke rauskommen. Jetzt die ersten drei werden ziemlich direkt hintereinander kommen, so als Einführung. Und danach werde ich halt gucken, dass ich halt jede Woche so zwei Parts, denke ich, rausbringen werde. Zusätzlich wird es dann halt eben zwei Parts immer von der Nebenstory von Schild noch geben. Das sind dann vier Parts Pokémon. Ein Opening wird es tendenziell jede Woche geben. Das kann ich euch noch nicht so versprechen. Auf jeden Fall wird es da mehr dann zu geben, wenn dann die ersten richtigen Karten von Pokémon Schwert und Schild draußen sind. Hier in Deutschland. Dann wird es dazu noch mehr geben. Aber momentan. Ja, das ist egal. Dann keine Verteidigung sinkt. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich rausgeflogen. Achso, ja, genau. Aber da wird es dann davon mehr geben und vielleicht ein bisschen weniger Videos. Aber das schauen wir dann noch genau. Also jetzt momentan denke ich, werde ich so ein Video pro Woche rausbringen. Vielleicht gibt es auch mal Wochen, in denen wir keine Videos keine Openings machen werden. Solange es noch nicht diese neuen Karten von Pokémon Schwert und Schild gibt, kann es natürlich das auch geben, aber ich gucke, dass ich so ein Opening pro Woche vielleicht mache. Genau. Und sonst, das wäre halt die Pokémon-Seite und dann möchte ich jetzt ja wieder auch ein paar Sims-Videos bringen. Da bin ich jetzt gerade an einem Let's Build für unser Haus, wo wir halt dann später das Let's Play machen werden. Da werden diese Woche, beziehungsweise nächste Woche, also diese Woche ist Samstag, meine ich halt jetzt auch noch die Woche, wo jetzt Weihnachten ist, werden, denke ich, auch so drei Parts rauskommen. Und dann haben wir eigentlich genug für jetzt für die Weihnachtswoche. Und danach, denke ich, wird es auch mal so zwei bis drei Parts von Sims geben, beziehungsweise dann vielleicht zwei Let's Plays. Und zwei Let's Plays. Da ist sie übrigens. Wie heißt sie jetzt? Jetzt habe ich na nicht den Namen gelesen. Wartet. Wie heißt denn du, Süße? Süße. Nicht witzig. Marie! Ich wusste mit M. Ich hätte es euch sagen können mit M, aber mir ist der Name echt nicht mehr eingefallen. Ich war irgendwie bei Mia und ich wusste, dass Mia falsch ist, aber ich habe den Fehler nicht erkannt. Genau. Auf jeden Fall wird es dann eben so, denke ich, so drei. Bis ich jetzt die Nacht rum oder was muss ich jetzt machen? Ah. Genau, wird es dann so, denke ich, so drei Let's Plays von Sims 3 geben, plus ein Let's Build oder zwei Let's Plays. Das schauen wir dann. Genau, das hängt dann auch wirklich von den Wochen ab. Zum Beispiel, wenn ich Urlaub habe, kann es mehr Videos geben und wenn ich halt arbeiten muss, gibt es weniger. Genau. Und jetzt werde ich auch gleich wieder cutten. Weil jetzt kommt ja wieder nur Storytelling. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir in die nächste Route gehen. Also wenn wir praktisch
wieder einen Encounter haben oder einen Kampf. Also, ciao, ciao, bis nachher.
Hallo, ihr Lieben, hier bin ich wieder zurück. Jetzt haben wir die Eröffnungsfeier der Arena Challenge hinter uns und nun machen wir uns nämlich auf den Weg zu Route 3 und zu Jaros Heimat. Und wir haben jetzt auf dem Weg zu Jaro drei weitere Encounter. Und zwar auf Route 3 in der Mine Galamine 1 und in auf Route 4. In Route 4. In oder auf Route 4. Genau. Wie wir jetzt heute noch schaffen, wahrscheinlich nicht alle Routen, aber wir gucken einfach mal. Wir kaufen jetzt noch ein paar Tränke, dass wir auf jeden Fall gut vorbereitet sind, wenn wir die Route erforschen. Ein Gegengift kann man auch immer brauchen. Ja, den Rest werden wir vielleicht auch unterwegs finden und immer noch können wir dann immer noch entscheiden, ob wir das kaufen. So. Ich glaube, hier wartet wieder ein Rivalenkampf. Na klar, los geht's. Schauen wir mal, ob wir unseren Kampf gegen Hopp gewinnen. Oder ob hier schon unsere Reise endet. Nach null Orden sind wir schon an der Challenge gescheitert. Ich weiß auch noch nicht, wie ich weiter vorgehe. Sollte ich wirklich die Challenge nicht schaffen und besiegt werden, das könnt ihr dann auch gerne in die Kommentare mal schreiben. Soll ich dann einfach so, just for fun, die Story noch weiter zu Ende spielen? Also nicht mehr als Nuzlocke? Oder sagt ihr dann, habe ich es nicht geschafft? Dann muss ich wieder ganz von vorne anfangen, nochmal. Oder sagt ihr, also es hängt dann aber auch davon ab, wo ich scheitere. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Champ-Kampf scheitere, werde ich das Spiel nicht nochmal von ganz vorne durchspielen. Sage ich euch gleich oder nicht sofort, dann mache ich das vielleicht andermal wieder, aber nicht jetzt unmittelbar in den nächsten Monaten. Genau. Aber das könnt ihr ja schreiben, ob ich dann eben das Spiel abbrechen soll oder nochmal von vorne anfangen soll oder ob ich ab einem bestimmten Bereich wieder von vorne anfangen muss. Sprich zum Beispiel nochmal gegen den Champ kämpfen muss oder ob ich mir in der Wildnis ein neues Team fangen muss und damit dann wieder kämpfen muss oder wie ihr euch das dann vorstellt. Sollte ich wirklich scheitern? Also es ist ja so, wenn ich einen Kampf verliere und habe noch Pokémon auf der Box, darf ich natürlich mit denen weiterkämpfen. Nur wenn ich eben keine Pokémon mehr auf der Box habe und verliere, wie es dann aussieht, wie ich dann weiter vorgehen soll. Ob ihr dann überhaupt Lust auf einen Neustart hättet, das könnt ihr mir dann alles in die Kommentare schreiben. Und dann schaue ich, wie es bei mir ist, wie es bei euch mit der Lust aussieht. Und dann danach gehen wir dann. Genau. Raffaello. Backenstopfer. Hoplo. Gucken wir mal. Hoplo, wir haben halt nichts gegen. Wir haben zwei Schwächen gegen Hoplo. Also bleiben wir mal drin, lieber. Wir haben ein Käfer-Pokémon mit einer Feuerschwäche und ein Pflanzen-Pokémon mit einer Feuerschwäche. Oh. Ich glaube aber, das richtet ja sehr viel an. Probieren wir mal Furienschlag. Oh, jetzt müssen wir einen kleinen Trank einsetzen. Sonst wird das nichts. Das kann heiter werden. Gegen ihn. Der hat auch ein Level höher als mein stärkstes Pokémon. Wir müssen nachher auch noch die Pokémon wieder austauschen. Das heißt, die schwächeren Pokémon nach vorne, damit die noch ein wenig mehr Erfahrung sammeln können. Hey, jetzt senkt er meinen Angriff. Das gibt's doch nicht. Aber wir setzen jetzt Klauenwälze ein. Was tut das nochmal? Genau, erhöht den Angriff. Machen wir genau Gegenwirkung. Er tut unseren Angriff senken und wir, dann sind wir wieder auf normal. Wir versuchen jetzt eine Menge unseren Angriff hochzukriegen. Ja, das müssten wir auch noch einen weiteren überleben. Dann machen wir danach nochmal Klauenwälze. Machen wir gerade nochmal einen Klauenwälzer, dann sind wir eins drüber im Plus.
Und dann setzen wir wieder einen Trank ein. Weil die anderen kann ich halt auch nicht einsetzen. Die sind ja noch weiter seinem Hoplo unterlegen vom Level her. Das kann ja auch heiter werden. Ich weiß auch, dass gerade der vierte Arenaleiter oder die Arenaleiterin, ich weiß jetzt ihren Namen, Seida. Mach nochmal, Clownwälze. Müssten wir, ja. Dass die ein Level 36 Pokémon hat, das heißt, aus Erfahrung müssen wir da echt gucken, dass wir hohes Level haben. Weil, wenn ich an Nio denke, der hat uns ja schon viele Nerven gekostet, da will ich nicht wirklich unter Level sein. Ich werde auch in der Nuzlocke, ich werde jetzt nicht übertreiben mit Überleveln, aber dadurch, dass wir halt nicht verlieren dürfen, werde ich gucken, dass wir halt zumindest plus minus dasselbe Level haben wie der Arenaleiter. Ja, es macht immer noch nicht wirklich Schaden, ey. Mann. Ich tausche jetzt, glaube ich, gleich mal das Pokémon aus. Bringt halt auch nichts, weil. Also ich kann es schon machen. Wir können mal tauschen. Wen können wir nehmen? Nicht sehr effektiv. Wir können Raffaello nehmen und versuchen mit Tackle. Vielleicht richtet er ein bisschen mehr Schaden ein, aber er ist halt 4 Level drunter. Unser Problem ist halt Hoplo. Schauen wir mal, wie viel Glut anrichtet. Okay, wir würden auf jeden Fall mal einen überleben. Gut, dann brauchen wir jetzt wieder einen Trank. Aber es richtet auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden an als bei Maya. Wahrscheinlich, weil es derselbe Typ ist, wie unser Raffaello hat. Keine Ahnung. Aber Pixer hat echt nichts gegen Hoplo angerichtet. Obwohl Pixer eigentlich eine starke Attacke ist. Ja, eine Attacke tanken wir auf jeden Fall noch. Auch mit einem Crit. Crit? Ist gar nicht, ob der. Was war das denn? Du hattest jetzt so viel Schaden gezogen. Ey. Finde ich jetzt nicht so doll. Die gesehen, was das jetzt gerade für einen Schaden gezogen hat. Jetzt habe ich echt einen Moment gedacht. Bye bye, Raffaello. Scheiden tut weh. Wieder Ruckzuckhieb. Den tanken wir. Und. Ha! Plot überlebt. Und halt jetzt. Wir setzen lieber nochmal einen Trank ein, weil wenn jetzt Ding kommt, Clou, dann sind wir weg, glaube ich. Na, guck schon, kommt Clou. Wie viel hatten wir noch? Guck, oh, mit Clou wären wir weg gewesen. Nochmal einen Trank einsetzen und hoffen, dass er mal wieder keinen Clou mehr einsetzt. Ja, Ruckzuckhieb ist okay. Müssten wir auch einmal Glut, hoffe ich, tanken, dann ist nämlich Hoplo weg. Ah, Heuler setzt ein. Ja, Heuler kann er meinetwegen einsetzen. So, Hoplo ist besiegt. Dann kommt jetzt erstmal wieder ein paar Punkte. Pico erreicht Level 10, sehr gut. Finja Level 11. Micro. Da setzen wir doch gleich mal unsere beiden Kandidaten ein, die auch im anderen Kampf eine Schwäche gehabt hatten. Die würden da sicher auch gut sich meistern. Na, du hast halt auch keine gescheiten Attacken. Erhöht die Stärke von schwächeren Attacken. Komm, wir setzen dich mal ein und versuchen mal mit Klaps durchzusweepen. Das Problem ist, der ja jetzt wieder ein bisschen niedrigeres Level haben. Sein letztes.
Micro. Was halt auch zwei Level drüber hat, aber nur zwei. Das andere war vier Level drüber hat. Okay, macht aber trotzdem auch gut Schaden mit sieben. Ah ja, wir machen aber auch gut Schaden durch unsere Technikerfähigkeit. Ich habe mir übrigens überlegt, klar, man kann in der Naturzone jetzt Unmengen an Pokémon fangen, in jedem Gebiet, aber außer ihr schreibt es in die Kommentare, dass ihr das wollt, wir werden es so machen, dass ich in der Naturzone nicht in jedem Gebiet eins fangen kann. Und ich darf mir jetzt in der ersten eins habe ich mir ja gefangen in der Naturzone, glaube ich. Weiß noch nicht mehr wen. Ich glaube Fina. Alzheimer lässt grüßen. nee, aber eins in der Naturzone eben am Anfang gefangen. Und jetzt, wenn wir nachher nochmal durch die Naturzone gehen. Cinesec entwickelt sich. Sarah entwickelt sich. Ja, aber auf jeden Fall werden wir dann dort nochmal drei in der Naturzone in uns ausgewählten Gebieten fangen dürfen. Allerdings, Voraussetzung ist halt, dass in diesen Gebieten, wo wir halt noch kein Pokémon davor gefangen haben, dürfen wir eins fangen. Aber eben in drei verschiedenen, also praktisch in drei verschiedenen Gebieten, in denen wir bisher noch keins gefangen haben, dürfen wir uns jeweils eins fangen. Weil sonst haben wir so viele Pokémon. Und dann ist die Challenge vielleicht doch noch ein wenig zu einfach, finde ich. Und das soll so ein wenig die Challenge erschweren. Sarah hat sich jetzt zu Kedara entwickelt. Kedara. Und wir haben unseren Rivalen besiegt. Und ich glaube, damit würde ich fast sagen, beenden wir den Part auch schon wieder. Jetzt gleich mal noch ins Pokémon Center gehen, uns stärken und dann, wenn wir das nächste Mal die nächste Route erkunden, also Route 3 erkunden. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass wir wieder gegen ihn kämpfen müssen. Sonst hätte ich da gleich drauf reagiert. Genau, wir stärken jetzt unser Team noch. Und dann würde ich sagen, beenden wir dann auch demnächst den Part. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da, auch um mir ein paar zu sagen, was ihr gerne noch hättet und gerade zu den Sachen, wo ich gesagt habe, wo ich mir noch ein wenig unschlüssig bin, wie ich es machen soll, also wenn ich, sollte ich scheitern, was ich nicht hoffe. Und bezüglich der Naturzone und den Pokémon, die ich dort fangen kann, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt gerne auch noch andere Parts angucken, gerade die ersten Teile von unserer Schwert Nuzlocke sowie die Schildreise könnt ihr euch gerne angucken, Pokémon Schildreise. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, ich hab euch lieb, eure LA.